Das ist aber auch hier weg. Ich weiß nicht, ob ich das hier wirklich alles schaffe zu untersuchen. Das ist ja alles auch sehr... Mach doch mal! Ach, da ist noch eine Glocke. Glocken kann ich hier auch abschnibbeln. Psst, so laut. Eigentlich. Oh. Boah. Too much for my eyes hier. Nein. Hoch. Hier ist nix, oder wie? Ich geh jetzt völlig umsonst hier hoch. Außer eine Wildsau. Noch weh. Was ist das Ding hier abgeflogen? Da ist auch noch eine Glocke. Psst, so laut. Ach, hier ist noch was. Ist so eine Kiste. Na, hier so eine. Noch eine. Ich glaube, das war ja die, die ich abgeschossen habe. Jetzt will ich hier nochmal hoch. Na, hier war auch noch irgendwie. Ich glaube, da waren wir schon, ne? Oh. Nein. Da rennst du mir auch die ganze Zeit hinterher. Und jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit voll war.
Okay. Wow. Die haben mich wohl gehört. Toll, jetzt bin ich vom Weg abgekommen. Nein! Erstmal hier nach oben. Jetzt nichts. Gut versteckt, ey. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her. Aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Er konnte einen der Unsterblichen töten, aber es hätte ihn fast umgebracht. Was ich nicht. Ich meine, die sind unsterblich, aber die können die Unsterblichen töten. Hat doch ja keinen Sinn. Das hat doch ja keinen Sinn. So, mal gucken, vielleicht ist hier noch irgendwas. So. Ja, das bringt gar nichts hier. Ach, hier geht's weiter. Ah, eine Karte aktualisiert. Also ist hier irgendwas. Mal gucken, was hier alles so ist. Valentinus, der Zeitmesser. Valentinus, der Zeitmesser. Eine neue Hacke. Erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Ja, Jakob, wie wir wissen, ist ja der Prophet und hat einen Ort erschaffen, wo wir ja schon waren. Kitesh war auch die Heimat von Künstlern und Philosophen. Der weiß, was daraus hätte werden können.
Dadurch, dass er durch Kitesh wurde ja zerstört und so, mussten sie ja fliehen. Und dann hat er halt einen neuen Ort erschaffen. Oder besucht. Und hat auch ihn gefunden. Das war das geothermale Tal. Da habe ich es doch schon. Köcher. Okay. Lara, wir haben einen antiken Köcher, den können wir uns ja gleich mal anziehen. Da ist er davon. Das war jetzt nicht so lange. Kommt jetzt so eine komische Musik hier? Ist hier noch was anderes? Nee. So. Was ist denn das gerade? Ach so, das war... Stopp. Ich weiß ja nicht wohin, da war ich schon. Ja, was machst du denn da? Ist hier noch was? Hier bin ich wieder, okay. Ist hier noch was? Ich würde mal hier weggehen nachher, bevor wir hier sterben. Oh. Mann, Lara, Mann, ist da noch was drin? Oh, boah, boah, boah. Nein. Nein. Mann. Thank you.
Sorry Leute, aber ich bin hier mal ein bisschen konzentriert. Weil ich so viel wie möglich hier mitnehmen will. Hier war mein Stall. Ihre Stelle. Nichts als Knochen. Total abgefressen. Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Natürlich wurden die benutzt. Hätte man die ja nicht schmieden brauchen. Easy. Sie meint wohl durchgenommen worden. Hier schon drin? Ja, hier war ich schon drin. Aber ich bin trotzdem alles mit. Hier haben sie die Kranken gepflegt. Die Überlebenden müssen gelitten haben. Eine Vase, gefertigt aus Silber. Sie weist starke Abnutzungserscheinungen auf, zeigt aber ein Porträt des Propheten. Sie müssen begonnen haben, Handel zu treiben. Ja, hier ist der Prophet und sein Bruder. Wo ist noch ein Schweinchen? Da. Hier schon. Oh, hier ist halt so. Oh. Hier kann es auch mal vorkommen, dass man hier sich verirrt. Beziehungsweise dreimal hier abläuft hier. Ich möchte ja so gut wie es geht hier alles mitnehmen. Fell. Hier schon? Ja, glaub schon. Da oben ist noch so eine. Aha. Hä? Egal. Hier war das. So.
Nee, hier war ich schon drin. Hier war ich auch schon. Wer denn darüber? Halt, stopp. Na. Macht die denn da? Oh. Ich will dahin. Oh. Ach, dann leck mir doch. Okay, ich wollte eine Stangenrolle machen. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Trinitys Abgesandter bei den Mongolen musste sich vor der unsterblichen Armee Kiteshs verstecken. Hier ist aber noch was. Dieser Banner, die Insignien der unsterblichen Armee. Welcher Banner? Oh, hier ist noch was zum... Acht Stück noch, als wenn ich das schon... Ach, da! Komm, die machen wir auch gleich weg. Ja, zwei fehlen mir noch und auch, glaube ich, noch ein paar Glocken. Vielleicht komme ich ja noch da irgendwie hin. Ich will mich da jetzt nicht so lange aufhalten. Shit! Sie schießen auf mich! Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Mach mal die Kiste auf. Beim Kampf. Ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Aha. Der mongolische Soldat musste autark sein. Ja, so wie auch. Und Ja.
Hey, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Wo denn? Mann! Dämlich der ist, ey. Ich will im Kopf schießen, er macht sein Schild hoch, naja, dann halt in der Beine, dann halt so halt. Kein Problem. Da der Kopf her. Quatsch, Mann. So, ich glaube, es ist erstmal Ruhe. Muss ich überhaupt da hoch? Noch mehr. Das war jetzt blöd. Nein, das wird auch nicht gut. Mann! Hier immer aufladen muss. Das geht mir so im Senkel. Die war noch was. Ich hab noch was gesehen. Oh. Und das? Glocke? Ach ja. Die versteckte Glocke war hier drin. Ich würde gerne mal wissen, ob es hier noch eine gibt oder ob es Ort weiter eine gibt. Ja, von hier oben habe ich ja. Das ist ja noch einer. Ah, nun mach doch mal richtig. Man kann ihn nicht zuschlagen. Das Spiel ist doch kaputt, ey. Hör mal! Auf Wiedersehen, ja. Tschüss. Meine Güte, ey. Ich muss das Tor niederreißen. Ja, ich auch. Okay. Sie müssen die Tür niederreißen. Alles klar, mach mal. Na, mach. Das muss reichen. Dann mal los. Ja, dann mach es doch auch. Linke Maustaste. So.
Gott sei Dank. Stimmt, ich wollte ja eigentlich nach einer Glocke noch gucken. Ist da nicht noch eine drin? Da ist doch noch eine Glocke. Und nicht schon wieder der Spack hier. Ja, nun haben wir doch. Oh, jetzt fällt die auch noch runter. Wirklich, ey. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier. Oh, ich spring jetzt hier nicht nochmal rüber. Krieg ich mal kreuzweise. Hier irgendwo, ich muss. Hier irgendwo ist eine. Da ist doch, glaube ich, eine Glocke. Also die sah aus wie eine Glocke halt. Ich will da unbedingt hin. Alarmglocken. Die ja. Sollte ich ausschalten. Ja. Sehen ja. Da will ich jetzt unbedingt hin, Perle. Aber, Mann, Muschi, was machst du da eigentlich? Ach nee, ich muss da. Oh. Ach Quatsch. Nee, warte, wir landet nochmal. Bist du überhaupt dahin? Wieso geht die hier nicht runter? Hoch. Hä, wo kommen die denn jetzt her? Hä? Bleibt da, wo ihr seid, Mann. Mann, ich will jetzt so Kackglocke. Mann, nehmt mich doch nicht alle ab hier. Da ist die Glocke. Kann ich die nicht einfach so abschießen? Nein, ich muss mich hier wieder anstrengen. Wie soll ich denn reinkommen? Ah, jetzt habe ich. Das ist auch noch eine Fahne. Oh, bald hätte ich auch das Ergreifen hier drückt hier. Sehr gut. Hört ihr dazu?